Ja, meine Freunde, wir haben den 31., wie ihr hier sehen könnt. Jetzt wird auf jeden Fall gleich losgeböllert. Silvester-Vlog 2023. Hier steht das ganze Feuerwerk. Erkennt man zwar gerade nicht so gut, ist nicht so gutes Licht hier. Als erstes gehen wir auf jeden Fall runter im Partykeller. Müssen das ganze Zeug erstmal runterschleppen und dann noch ein bisschen aufräumen. Aber das sehen wir uns auf jeden Fall gleich. Meine Schwester hier auch schon richtig angelegt, pyromäßig. Hat sich aber auch ein bisschen Feuerwerk rausgesucht hier in ihrer Kiste. Viel Zeug, so Knallerbsen und so. Finden wir dann später für sie an. Hier einmal Party-King. Naja, das wird auf jeden Fall was. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall im Partykeller. Ich habe hier auf jeden Fall schon ausgestattet hier mit LED-Stripe. Hier hängt ein Laser. Ja, machen wir das ganze Zeug einfach mal an, hätte ich gesagt. LED-Stripe läuft auch jetzt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ja. Ich hätte gesagt, machen wir noch einen Tisch, den Rest sauber hier und dann sieht das Ganze doch schon ordentlich aus. So, meine Freunde, wir sind jetzt draußen. Wie wir es sehen, Wetter nicht ganz so gut, aber unser Verbundfeuerwerk ist fertig. Liegt hier unten drunter. Zeige ich euch auf jeden Fall später dann mal. Ja, wir nehmen uns jetzt hier einen Eimer und suchen uns schon mal ein paar Sachen aus. Ich will jetzt gleich anzünden dann. Ich hätte gesagt, zwei Packungen. Na, sei mal nicht gierig, ich nehme erstmal eine Packung Moskitos. Und zwar die Kubis von Nico an. Wir packen uns mal ein paar Bombenrohre ein, hätte ich gesagt. Machen wir mal auf. Eins, zwei, drei. Drei Stück nehmen wir mal erstmal. Ein paar Vortex Salut Bombenrohre, hätte ich gesagt. Geil, 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 geil. Event, Böller, geil, Dumbum. Packen wir uns nochmal vom Dynamite Bag ein paar Sachen ein. Geil. Dynamite Bag, by the way, aus dem Weg, Überraschungspaket, das ist ja dieses Jahr jetzt nicht mehr. Da ist unser Eimer hier jetzt, bunte Mischung, das wir jetzt auf jeden Fall anzünden werden. Fangen wir mal mit dem Dumbum Black Edition, also die legalen Teile. Bumbum hat auch legales Feuerwerk. Dann haben wir noch einen übrig, habe ich dieses Jahr nicht gekauft. Roter Corsair, auch sehr laute Böller. Oder auch nicht? Nee. Oh ja, da schimmert es doch schon durch. Fire Event. Schön mit den Schnipseln, das machen wir aber jetzt nicht auf der Wiese. Müssen wir da so viel aufsammeln. Schöne Lunte, silberne Lunte. Guckt euch diesen Böller mal an. Sehr schöne Teile. Und laut. Und schöne Schnipsel. Ja. Muss ich schon sagen. Ich glaube, der ist ausgegangen. Alter, aber wenn man anfängt zu böllern, da erschreckt man sich am Anfang immer noch so. Ehrlich gesagt, probieren wir jetzt mal die drei Riesen Kubis. Gucken, wie die drücken. Oh ja. Ein schönes Vortex Salutbombenrohr von Funke, oder? Ach so. Mach du. Okay. Wow, das hat gedrückt. Oh ja. Machen wir mal Superböller 1 von Deko. Erstmal ein bisschen was von der schlechten Ware. Und ich merke gerade. Alter, sind die scheiße. Na, der nicht. Der nicht. Doch nicht. Aber hier kannst du richtig reindrücken. Ah, ordentlich. Es dauert ein bisschen.
Ja, meine Freunde, hier ist jetzt das Verbundsfeuerwerk. Es ist fertig. Ich habe es gerade mal aufgedeckt. Wir haben hier 3 Paletten komplett voll Feuerwerk. Hier, das hier ist die allererste Palette. Hier Fächer Poison Elysium. Mitte eine kleine Batterie. Dann doppelt geschossen die Bloody Mary. Danach eine Heulerbatterie. Direkt, also es zündet direkt durch. Zudem 2 Batterien, einmal Pyrotrade, einmal eine kleine vom Funke. Ja, wenn das fertig ist, geht's hier weiter. Hier ein kleiner Kometenfächer mit 2-mal Rubin, Argento. Wieder Elysium Poison-Fächer. Schöne Sternstunde, hatte ich auch letztes Jahr. Hier von Röder billig und willig Nummer 2 ist somit die beste, finde ich. Geiler Effekt. 2-mal Nifo 13 Schlüssel gefächert. Hier jetzt richtig geil. Einmal die Daredevil, nochmal die Daredevil. Und in der Mitte die Big Surprise haben wir aber falsch aufgestellt. So, hier mal jedenfalls der Fächer ist nämlich in die andere Richtung, hätten wir drehen müssen. Hier Golddigger Joe von Nico. Die ist richtig geil, richtiger Goldeffekt. Und hier nebendran wieder Eruption und Poison Fächer. Und zum Schluss dann der richtig fette Verbund. Haben wir einmal hier Argento Edaha, gefächert mit 2-mal Plasma. Dann schießt es los mit der Brokat Pastel, also ohne Zerlege, einfach reiner Goldeffekt. Und direkt danach zündet es direkt durch. Hier Blackbox Schneewittchen. Nee, Schneeröschen. Prost. Ja, wenn die fertig ist, Explode Double Deck Purple Lemon. Und zum Schluss hier zum richtig geilen Teil von Albert, die Raptor Princess, wo wir uns spontan gekauft haben. Auf jeden Fall alles zündet durch. Wir werden das später nochmal kontrollieren. Alles hier festgeschraubt und mit Heißklebe befestigt, wie man hier sieht. Aber schauen wir später nochmal. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal rein. Wir beide essen jetzt nochmal Raclette und dann wird weitergeböllert. Genau. Draußen wird es dunkel, wie wir es hier erkennen können. Deswegen, ja, wir sind jetzt erstmal mit dem Raclette fertig. Das heißt, wir packen uns jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar andere Sachen mit ein. Ich habe gesagt, wir packen uns auf jeden Fall mal eine Packung Sky Shot rein. Eine Packung Double Crusher und Double Power. Schöner Vergleich. Ja, die Stimmung wurde natürlich immer angespannter. Es ist dunkel geworden draußen. Wir näherten uns dem 0 Uhr Feuerwerk. Es ist natürlich noch ein bisschen Zeit gewesen. Wir konnten endlich anfangen mit den Sachen, die man natürlich nur im Dunkeln sieht. Meine Freunde, wir sind jetzt draußen hier mit diesem fetten Eimer. Ja, meine Freunde, wir vergleichen jetzt die Double Power bzw. Double Flash Aldi Lidl mit den Double Crusher von Nico. Es sind ja 2 unterschiedliche Marken hier, einmal Nico, einmal Weco. Und wir gucken mal, welche von beiden Bombenrohren hier besser sind. Beide, wie gesagt, hier mit Feuertopf und mit Zerlege am Himmel. Auf jeden Fall geil. Letztes Jahr fand ich auf jeden Fall die besser. Wir werden mal sehen, wie es dieses Jahr aussieht. Wir fangen an mit den Double Crushern. Wir fangen an mit dem hier. Ach, wenn wir jetzt 2-mal schießen. Boah. So, den hier jetzt. Oh ja, Crackling hatten wir noch nicht. Wir fangen an mit dem blauen. Gelben, könnte gut sein, dass das die, das sieht man die, dass das die mit Crackling sind. Jetzt als letztes testen wir noch die beiden weißen Double Power. Oh, ja, nicht schlecht. Ja, also insgesamt haben mich jetzt auf jeden Fall die Double Power dieses Jahr mehr überzeugt. Und jetzt Matrix. Ja, wir zünden jetzt Bloody Mary an von beiden Seiten gleichzeitig. 3, 2, 1, los.
Jetzt machen wir die Infinity Fire. So, jetzt gibt es die Skyshots von Lidl hier. Dreimal haben wir. Einmal in pink, blau, grün und gelb. Genau. Lucky 8 Crackling-Bälle. Kannst du aus der Hand zünden, werfst du einfach weg. Wir haben einen ordentlichen Crackling-Effekt. Also den kannst du schon ein Stück wegwerfen. Ja, ja. In der Batterie. Was zünden wir noch? Such dir was aus. Was haben wir hier noch? Ja, das ist wieder so ein Vortex. Achso. Kannst du abmachen. Dumbum. Oh. Das ist ein legaler Black Edition. Achso. Der hat einen Vorbrenner, so wie der Pyro Union. Der war aber auch laut, Freund. Jetzt machen wir mal eine Packung Moskitos. Willst du die? Die sind geil. Die machen Spaß anzuzünden. Siehst du gleich warum. So, wir nehmen jetzt Argento Shell Rockets mit raus und das geile Rocket Rally aus der Norma. Jetzt als nächstes die Discovery aus dem Lidl. So, jetzt hier Argento Shell Rockets, aber nicht die kleinen, sondern die mit 38 mm, also die haben einen richtigen Wumms. Es rieselt bis zum Boden. So, wir kontrollieren jetzt nochmal das Feuerwerk durch. Wir haben alles hier vorgebracht. Vorab kann ich schon mal sagen, das ganze Kontrollieren ist natürlich immer wichtig bei so einem großen Feuerwerk, ob alles wirklich sitzt. Für die Sicherheit einfach, aber ich kann jetzt schon mal sagen, es ist auf jeden Fall nicht alles durchgezündet. Seht aber jetzt gleich selbst. Los geht's, los, 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 los. Frohes Neues an alle. Los! 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 Ich glaube, die
Alter, das ist schon. Jetzt. Euros in die Luft sprengen. Ich sehe da oben nur die Scheine von der Füße.